Es gibt ein geisteskrankes neues Video von Y-Kollektiv. Die machen ja sehr, sehr coolen Investigativjournalismus und da haben sie eben das Video Rattenkot und Betonreste auf der Jagd nach Shisha-Tabak aus der Untergrundfabrik hochgeladen. Und das gucken wir uns jetzt an. Bin ich sehr gespannt, was die Jungs rausfinden, was die alles so erzählen über Shisha und Co. In ganz Deutschland ist tonnenweise illegaler Shisha-Tabak im Umlauf. Niemand kann sagen, was das in diesem Beutel ist. Regelmäßig finden deshalb Kontrollen in Shisha-Bars statt. Es geht um Schmuggelware und gefährliche Fakes, die teils aus solch illegalen Untergrundfabriken stammen. Und der Handel boomt. Ein Kilo Shisha-Tabak vom Schwarzen Markt? Fast die Hälfte des Shisha-Tabaks in Deutschland soll gefälscht sein. Die Hälfte? Also, ich kann mir vorstellen, dass die Shisha-Bars diese Zahl geisteskrank nach oben tragen. Aber ich glaube, was den Privatverkauf angeht, ist niemals die Hälfte illegal. Auf gar keinen Fall. Es ist ein Business, in dem kriminelle Clans mitmischen und wohl Millionen verdienen. Schwarzmarkt, das ist ein bodenloses Fass. Und wer Shisha-Tabak raucht, kann sich in vielen Fällen nicht sicher sein, wo er herkommt und was drin ist. Blei, Aluminium, Kupferlegierungen, Weichmacher. Geil, Digga, erstmal ein bisschen Blei und Alu rauchen. Richtig Bock drauf. Und auch Betonreste, Mäusedreck und Rattenkot. Diese Recherche führt mich in Shisha-Bars, in zwielichtige Telegram-Gruppen und bis... Geisteskrank, Digga. Diesen Garagenhof. Ich will herausfinden, was ist das für ein Markt, auf dem illegal Millionen verdient werden und wie gefährlich ist er? Meine Recherche beginnt im Sommer 2022. Der gute Tobi bringt uns durch seine Ergebnisse. Ich bin in Köln-Wahn und begleite heute den Zoll bei einer großen Kontrolle in mehreren Shisha-Bars. Dass ich hier dabei sein kann, ist keine Selbstverständlichkeit und hat viele Vorabsprachen erfordert. Die Zöllner wollen heute nach illegalem Shisha-Tabak vom Schwarzmarkt suchen, mit Spürhund. Bruder, ich such Traube Minze. Los jetzt! Die anderen wollen nicht erkannt werden, das war der Deal. Denn inzwischen würden sie nach Kontrollen schon im Supermarkt erkannt und angefeindet, sagen sie. Geisteskrank, Digga, dass sich da die Beamten echt Gedanken machen müssen, ne? Und der Hund ist übrigens nicht nur dabei, um Tabak aufzuspüren, sondern auch, um aggressive Menschen in Schach halten zu können. So ein Feini. So ein Feini. Heute Abend sollen in Bonn 4 Bars gleichzeitig kontrolliert werden. Gleichzeitig? Ich wollte es gerade sagen, gleichzeitig ganz wichtig, weil sonst waren die sich gegenseitig vor und dann war es das schon wieder. Ich weiß, wie es in Frankfurt ist. Wenn da die erste Bar kontrolliert wird, ruft der 3 Jungs an. Die rufen dann alle 3 Jungs an, die dann wieder alle 3 Jungs anrufen. Und innerhalb von einer Viertelstunde weiß jeder, dass der Zoll an dem Abend unterwegs ist und räumt einfach alles beiseite. Und dann kommen die rein und finden gar nichts. Wir fahren raus, um Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Wir wollen, dass kein unversteuerter und auch kein illegal hergestellter Tabak verkauft wird und konsumiert wird, denn die Konsumenten können die Gefahren von unversteuerten und illegalen... Definitiv 2 Gefahren, ne? Wenn das Zeug perfekt hergestellt werden würde, dann wäre es einfach nur eine Steuerhinterziehung. Aber ich habe auch schon häufiger gehört, unter welchen Umständen so illegaler Shisha-Tabak produziert wird und das willst du nicht rauchen. Keiner weiß, unter welchen Bedingungen dieser Tabak hergestellt wurde und was in diesem Tabak drin ist. Also wenn Originaltabak hergestellt wird, unterliegt das ja bestimmten Kontrollen und man schaut, dass bestimmte Hygienevorschriften eingehalten sind. Wichtig. Bei diesem Tabak weiß das niemand. Es geht heute also um 2 Dinge. Um Steuerhinterziehung bei Shisha-Tabak und sogar um gesundheitsgefährdenden Fake-Tabak, der illegal in Untergrundfabriken produziert wird und meist zu einem Drittel des Originalpreises verkauft wird. Was ohne Steuer auch absolut kein Problem ist. Es ist ungefähr 17 Uhr. Viel ist nicht los. Die Kontrolle hat alle überrascht. Es sind übrigens auch Polizei. Digga, stell dir vor, du chillst da und rauchst gerade so, weißt du, gerade Feierabend gemacht nach 12 Stunden Schicht, Bruder. Erstmal einfach ein Traube Minze in den Café, bitte. Und auf einmal steht der Bro mit seiner MP5 neben dir und du weißt nicht mehr, in welchem Film du gerade bist. Wirkt auf mich wie ziemlich viel Manpower für ein paar halbleere Shisha. Ja, man weiß ja auch, was in Shisha-Bars schon alles so passiert ist, ne? Better safe than sorry. Meine Kollegen sind direkt durch jetzt in die Shisha-Küche und da gehe ich auch gleich mal gucken, was wir da so haben. Wir gehen nicht rein. Der Zoll macht Bilder, die er uns später zur Verfügung stellt. Na, da sind auf jeden Fall schon mal die Kilodosen, was illegal ist. Was? Oben komplett Dosen ohne irgendwelche Banderolen drauf. Aber Digga, das wäre in 95% aller Shisha-Bars ist das so. Tabakdosen oder Tüten, auf denen kein offizielles Steuerzeichen klebt. Also geschmuggelte. Roter Black Nana. Oder gefakte Hinten grüner Ware. Tabak, noch mehr roter Außerdem Tabak. Leere oder angebrochene Tabakdosen. Denn in Shisha-Bars gilt die gesetzliche Regel, dass pro Kunde jeweils eine neue Tabakdose geöffnet werden muss. So soll verhindert werden, dass illegaler Tabak in leere Dosen... Und genau aus dem Grund haben wir jetzt die Scheiße mit dem 25 Gramm Gesetz. Das wahre Verbrechen steht oben auf dem Regal. Der Kaminaufsatz. Uff!
Zum Beispiel diese Tüte. Sie hat nicht einmal ein Hersteller... Safe gefälschter Social. ...Logo, geschweige denn ein Steuerzeichen. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Duftstoff sein soll. Drache, oder? Drachenfrucht, ja. Dann maybe doch kein Social. Vielleicht gefälschter True Passion. Aber ist doch nicht im Grunde genommen jede Bar im Arsch? Weil halt niemand macht extra für einen neuen Kunden eine neue Dose auf. Theoretisch? Ja. Theoretisch arbeitet jede Bar illegal, die nicht nur 25 Gramm Packung am Start hat. Das ist so. Der Besitzer ist offenbar nicht da. Der Typ auf dem Sofa stellt sich immerhin als Bruder des Inhabers vor. Wir gehen jetzt mal zum Auto des Inhabers. Das machen wir auch immer standardmäßig, weil da hatten wir schon Aufgriffe, dass quasi das Auto, was direkt vor der Tür steht... Kenne ich eventuell auch ein paar Leute, die das so machen. Ja. ...als Depot genutzt wurde. Und da werfen wir jetzt mal einen Blick rein, was da zu sehen ist. Auch im Auto gibt es wieder Funde. Massig verdächtige Dosen und Tüten. Von dem Bruder des Besitzers will ich wissen, wo die Dosen herkommen. Digga, ekelhaft, wie das gelagert ist. Ey, ich hab denselben Hoodie. Genau. Ah, nee, doch nicht ganz. Das ist echt, ein junger Mann hat mir geschenkt gegeben und hat gesagt, guck mal, sie hat auch einen Laden, sowas. Ich kann nicht verkaufen, sowas. Also, wenn du willst, kannst du benutzen. Es schwebte der Verdacht im Raum, dass vielleicht Steuerhinterziehung stattgefunden hat. Gab es in der Bar Steuerhinterziehung bei Shisha-Tabak? Auf die Frage antwortet er nicht. Auch der Barbetreiber geht auf weitere Kontaktanfragen nicht ein. Laut Zoll erhält er später eine Geldstrafe in vierstelliger Höhe. Das ist ja nix, Digga. Vierstellige Höhe, das heißt, das Höchste, was er bekommen haben kann, sind 9.999 Euro. Das ist zwar viel Geld, aber als Strafe für Steuerhinterziehung und das Anbieten von illegalem Tabak, Bro, kein Wunder, dass kein Mensch damit aufhört. Also for real. Parallel kontrolliert der Zoll noch in weiteren Bars. Findet heute insgesamt 150 Kilogramm unversteuerten Shisha. Bro, 150 Kilo in vier Bars mit einem Einsatz. What the actual fuck, Bro? Krank. Vor einer anderen Bar komme ich mit einigen Gästen ins Gespräch. Viele haben einen Migrationshintergrund, erzählen sie. Und das Vorgehen von Zoll und Polizei empfinden sie als diskriminierend. Es würde viel häufiger in Shisha-Bars als in anderen Geschäften kontrolliert, sagen sie. Wie bei einer... True, aber die Erfahrung zeigt ja auch, wenn die Beamten in eine Shisha-Bar gehen, haben die eine 95%ige Chance, dass der Einsatz erfolgreich ist. Das können die mit Sicherheit von anderen Geschäften nicht behaupten. Zu 95% ist unser Einsatz erfolgreich, dann geht man doch safe immer wieder in Shisha-Bars. Also, das kannst du ja jetzt keinem irgendwie... Also, da kannst du wirklich nicht die Rassismus- und Diskriminierungskarte spielen. Sorry. Ich habe eben auch mit ein paar Gästen gesprochen und da haben mir einige gesagt... Es sind immer die Shisha-Bars, die kontrolliert werden, weniger die Cocktail-Bars, weniger die Restaurants und das hätte auch was mit Diskriminierung zu tun. Ist das so? Also, wenn ich allein daran denke, dass wir erst vor letzter Woche, gerade auch in Bonn, großräumig Gastronomiebetriebe geprüft haben, dann glaube ich, kriegt nicht jeder Unbeteiligte immer so mit, was macht der Zoll den ganzen Tag. Die Gesetze, die wir dabei umsetzen, die machen wir nicht. Wir müssen nur gucken, dass sie eingehalten werden. Und deswegen hat es nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern wir wollen, dass Steuern gezahlt werden, dass Leute ordentlich versichert werden und das ist unser Auftrag. Mich interessiert, wo kommt dieser illegale Shisha-Tabak her? Wie groß ist... Die Bilder habe ich auch schon gesehen, ja. ...das Schwarzmarktproblem und wer steckt dahinter? Sobald man mal echt anfängt zu suchen, ist es wirklich auffallend, wie viel unversteuerter, also illegaler Tabak hochgenommen wird. Und dann gibt es auch immer wieder Untergrundfabriken, also illegale Produktionsstätten, in denen dieser illegale Tabak zusammengepanscht wird und hergestellt wird. Vom Zollfahndungsamt Essen werden mir Bilder zugeschickt, sie sind bislang unveröffentlicht. Wirklich? Sie stammen aus einer Untergrundfabrik in Nottuln bei Münster. Für mich zeigen sie, wie unhygienisch dort Shisha-Tabak zusammengemixt wurde. Laut Zoll wurden schon ziemlich ekelhafte Substanzen in illegalem Shisha-Tabak gefunden. Betonreste, Rattenkot, Elektro- und Kupferkabel oder Plastik. Wie gefährlich ist das? Ich spreche mit Lungenärzten, mit Krebsforschern, Unis und Behörden. Sie sagen, Shisha-Rauchen ist eh schon schädlich und solche verbotenen Stoffe oder falsche Konzentrationen vergrößern die Risiken noch einmal. Das sieht auch wirklich nicht nach Tabak aus. Ich will wissen, wer sind die Fälscher, denen diese Risiken offenbar egal sind und die das schnelle Geld machen wollen? Die Suche nach der Antwort auf diese Frage führt mich nach Düsseldorf zum Landgericht. Der Prozess, der hier heute losgeht, ist ziemlich außergewöhnlich, und zwar, weil es um eine sehr, sehr große Menge gefälschten Shisha-Tabaks geht. Und es geht auch um einige Männer, die angeklagt sind. Sie tragen alle den gleichen Nachnamen und stammen offenbar alle aus der gleichen arabisch-libanesischen Großfamilie. Es ist der Al-Zain-Clan. Immer wieder stehen Mitglieder des Clans in den Schlagzeilen und vor Gericht.
wegen Betrugs, Bedrohungen, Überfällen, Gewalt. Staatsanwalt Holger Reinhardt frage ich, wie das System der Angeklagten funktioniert haben soll. Also die Anklage geht davon aus, dass, wie gesagt, die Anklagten mit weiteren Personen diesen wasserpfeifen Tabak unerlaubt hergestellt haben, und zwar in Produktionsstätten, wofür sie, so die Anklage, Immobilien erworben haben, Gewerbeimmobilien, wo der wasserpfeifen Tabak in professioneller Weise hergestellt und im Anschluss dann in markenfälschenden Verpackungen verpackt und dann an... Krass, also nicht nur, dass sie das illegal machen und auch an die Bars als illegalen Tabak verkaufen, die wollen wirklich noch die Leute verarschen. Das ist krass. Es geht also um die Fälschung von Shisha-Tabak im großen Stil. In Lagerhallen und Häusern sollen die Angeklagten Al-Zains illegal Tabak zusammengepanscht und dann in gefälschten Verpackungen großer Marken verkauft haben. Insgesamt sollen die Angeklagten Al-Zains 4,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. 4,5 Millionen? Die Junge. Diese Männer hier. 4,5 Millionen mit Shisha-Tabak. Ziemlich krass, finde ich. Das ist Einige wild, von ja. ihnen haben laut Gericht inzwischen ihre Schuld teilweise eingestanden. Auf meine Fragen reagierten die Al-Zain-Anwälte nicht oder lehnten Interviews ab. Immerhin, wir Journalisten werden vor Gericht gegrüßt. Und laut Staatsanwaltschaft ist alles in einem industriellen Ausmaß. Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, wo das alles stattgefunden hat und wo diese Untergrundfabriken gewesen sind. Krass, dass der da hin darf. Das ist das Grundstück. Sie haben das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Und? Da steht ja. nichts mehr. Halt mal. Ungünstig, da gibt es wohl nicht mehr so viel zu sehen. Das ist, was man Flop nennt. Wir sind hier hingekommen, um eine Fabrik abzufilmen. Die gibt es aber nicht mehr. Abgerissen. In dieser Umgebung hätte ich nie eine illegale Tabakproduktion mit Clan-Hintergrund vermutet. Vom Zoll bekomme ich ein Video, das zeigt, wie es in der Fabrik ausgesehen hat. Krass, alles so dreckig, ne? Offene Plastikwannen mit literweise Flüssigkeit, dreckiger Boden, Werkzeug, Schläuche, Spritzen. Alles ziemlich unhygienisch, aber irgendwie auch professionell. Laut Zoll wurden hier mehr als 2 Tonnen gefälschter Shisha-Tabak gefunden. Verkauft wurde er offenbar zunächst an Shops und Bars in Deutschland, später wohl sogar bis ins Ausland. Krass. Zurück zu Hause recherchiere ich weiter. Das Thema Fake-Shisha-Tabak wird nicht viel diskutiert, aber ein Geheimnis ist es. Chargennummer fehlt. Falscher Barcode, Nummer zu groß, Endnummer 1, 12 Ziffern, Chargennummer vorhanden, originaler Barcode, kleinere Nummern, kleinere, keine Endnummer, 13 Ziffern, originale Schrift, falsche Schrift. Auch nicht, im Gegenteil. Ich will wissen, wieso boomt der Schwarzmarkt bei Shisha-Tabak überhaupt so sehr? Weil scheiße teuer. Man weiß ja nicht, wie es bei den legalen Fabriken aussieht. So sieht es in legalen Fabriken aus. Und mit Hilfe dieses Sauber, Spielwerks und einem Kettensystem, was geleckt. Hier drin ist, klar, in den Behältern ist halt Tabak. Hochgeführt. Das sind die Maschinen von innen. Decke kommt so drauf. Sieht es in legalen Shisha-Tabakfabriken aus. Ich war in einigen. Und das ist eine, die ich euch abgefilmt habe. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Ne? Angenehm verpackt, gut gelagert, sauber gelagert, ordentliche Maschinen, alles sauber gehalten. Wie gesagt, der Boden wie geleckt. Also bei Al-Wazir war es mega clean. Könnte es natürlich sagen, die haben bestimmt nochmal aufgeräumt, bevor wir gekommen sind. Haben die auch mit Sicherheit gemacht. Wenn du irgendwie, wenn du ein Date hast und die kommen zum ersten Mal zu dir nach Hause, dann räumst du ja auch nochmal auf. Ne? Aber die werden nicht solche Ausmaße, wie hier in der Doku gezeigt werden, hier weggeräumt haben. Ne? Sie sagen alle, dass sie gar keinen Tabak mehr legal kaufen, sondern nur noch auf dem Schwarzmarkt. Und der Grund ist eigentlich immer der gleiche. Es ist zu teuer geworden. Und jetzt wird es noch viel, viel teurer und das wird den Schwarzmarkt noch weiter befeuern. Also ich glaube, die Handlungen, und das sagt ja der Zoll selber hat ja davor gewarnt, die Politik, dass das nicht die richtigen Maßnahmen sind. Also die Schuld ist nicht beim Zoll, die Schuld ist bei der Politik. Aber das, was die Politik jetzt entschieden hat, wird den Schwarzmarkt nur noch lukrativer machen. In der Tat sind die Preise für legalen Tabak deutlich angestiegen, wegen Steuererhöhungen und neuen Gesetzen. Fachleute aus der Szene schätzen, schon heute könnten mehr als 40% des Shisha-Tabaks in Deutschland illegal sein, gefaked oder geschmuggelt. Und weil der Schwarzmarkt weiter boomen werde, befürchten sie, könnten es bald schon 80% sein. Ja. Auf Telegram bin ich. Also die Prozentzahlen weiß ich jetzt nicht, aber ja. Aber ich sehe auch Leute, die versuchen zu warnen. So wie Dennis Schwager auf Instagram, ein Shisha-Influencer mit eigenem Tabakshop und mit knapp 130.000 Followern. Wenn ihr das angeht. Gewinnspiel-Follower. Aber sehr, sehr gut, dass er sich dafür einsetzt. Hier treffe ich Dennis Schwager, den Shisha-Influencer, der vor dem Fake-Tabak warnt. Ich find's wild, dass sie ihn als Shisha-Influencer vorstellen, weil er ist ja ein Shop-Betreiber. Ich will wissen, wie erkenne ich die Fake... Also für alle, die Dennis nicht kennen, Shisha-Cloud ist von ihm, ne?
Dennis' Schwager verdient sein Geld mit einem Shisha-Versandhandel. Das Lager geht über 2 Etagen, Tabak, Pfeifen, alle möglichen Gadgets. Ja. Das ist eine krasse Szene, da gibt es mehr Zubehör als im Autotuning-Bereich. Was? Weiß ich jetzt nicht, aber ist eine krasse Szene. Der wesentliche Unterschied ist einfach auch der Preis. Ja? Ein Kilo kostet da dann auf dem Schwarzmarkt, so wie wir es von Kunden hören, 35 Euro. Und normal würdest du für den Tabak so 109, 120, 130 Euro bezahlen. Und das macht das Ganze schon attraktiv. Die sind mittlerweile so weit, dass sie... Das reicht, er musste eigentlich nicht wissen. Steuerbanderolen sogar fälschen. Das nächste ist, also selbst die Steuerbanderole ist kein Zeichen mehr, dass es legaler, gut kontrollierter Tabak ist, sondern es kann auch gefaked sein. Also wir hier erkennen das sofort, weil wir kennen die ganzen Steuerbanderolen im Shisha-Markt, die sind nummeriert, zu welchem Hersteller die gehören. Und es gibt ein paar Details, die man mit Schwarzlicht erkennen kann, wobei Fälschungen oftmals nicht zu erkennen sind, weil die dann wirklich nur Papier benutzen. Außerdem müsse man genau auf die Verpackung achten, sagt er. Impressum, Logo, Hersteller, Kontaktdaten sollten draufstehen. Und er macht mich auf ein anderes Problem aufmerksam, das den Schwarzmarkt aufdrehen könnte. Bald 25 Gramm Regelung. Kleine Mini-Dosen mit There it is, boys! Fucking 25 Grams! 25 Gramm verkauft werden. Bisher waren es auch 200 Gramm oder 1 Kilo Dosen. Mit diesem Gesetz soll eigentlich der Schwarzmarkt bekämpft werden. Aber für legale Produzenten heißt es, sie müssen umrüsten, der Tabak wird teurer, könnte sich im Preis fast verdoppeln. Eine Verpackung. Ist nicht sogar mehr als verdoppeln? Wenn du vorher ein Kilo gekauft hast, konntest du dir ein Kilo legalen Tabak für ungefähr 70 Euro kaufen. Wenn du jetzt hochrechnest, dass 5 Euro für 25 Gramm, was hat vorher eine Kilodose Holster gekostet? 80, oder? Kilo Holster früher in der Kilodose 75 Euro. Wenn du dir jetzt ein Kilo Holster kaufen willst, bist du bei 200 Euro. Maschine, die vorher 200 Gramm abgepackt hat, die musste man umrüsten auf 25 Gramm, da gehen Millionen rein. Also solche Maschinen kosten Millionen. Da wurde richtig viel Geld investiert, dass jetzt die 25 Gramm Päckchen produzieren können. Die mögliche Folge? Der Schwarzmarkt, das Schmuggeln und Fake-Tabak wird zu statt abnehmen. Dennis Schwager spürt es schon jetzt. Also das ist so ein Hamsterrad, was ganz, ganz schwierig ist. Ja? Und das bricht halt jetzt gerade bei allen Shisha-Händlern, Shisha-Shops, bricht es gerade so dermaßen zusammen, dass wir halt gerade aktuell auch einen Umsatzeinbruch von 50% haben. Da ist er, glaube ich, sogar noch auf der besseren Seite. Ich zeige ihm die Telegram-Gruppen, in denen ich bin. Was sagt er zu den Tabakangeboten dort? Also Preis passt schon mal gar nicht. Und das nächste ist, also in Deutschland darf der Tabak nicht rot eingefärbt sein. Für den ausländischen Markt gedacht oder der würde einfach attraktiver gezüchtet hier in einem Bunker sozusagen. Also wird nicht echt sein. Mich macht das nur noch neugieriger. Ist es wirklich so leicht, illegalen Shisha-Tabak vom Schwarzmarkt zu kaufen? Und wie schädlich ist dieser Tabak? Ich gucke weiter bei Telegram. In einer der Gruppen sind über 300 Leute. Steuerzeichen sind da hätte ich jetzt sogar mit mehr gerechnet. Also ich glaube, hätte er dann auf Facebook-Gruppen gesucht oder so, wäre es besser gewesen. Dose nicht zu sehen. Bei manchen erkenne sogar ich, dass sie gefaked sind. Einen der Verkäufer habe ich angeschrieben und gefragt, ob er mir Shisha-Tabak verkaufen würde. Und ja, würde er. Und zwar für 35 Euro das Kilo Doppelapfel. Und er bietet eine Selbstabholung an. Das heißt, man kann hinfahren und den Tabak... Digga! Er verkauft illegalen Shisha-Tabak übers Internet und bietet eine Abholung an. Bro, das kannst du dir echt nicht ausdenken, Digga. Das ist anscheinend hier echt so ein Wohnviertel. Also ich habe mir ja gedacht, dass der sich mit dem trifft, aber ich hätte wenigstens gedacht, dass das nicht bei dem zu Hause ist. Jetzt sagt der Wohnviertel, bitte sag mir, dass der nicht beim Verkauf von illegalem Shisha-Tabak die Leute zu sich nach Hause ruft. Bleib du am besten mal hier sitzen. Und das Mikrofon lässt er da so, oder was? Ich komme gleich zurück. Warum hat er das Mikro nicht weggemacht? Die ganze Sache dauert nur ein paar Minuten. Überrascht mich schon. Wie einfach. Hä, der hat wirklich das Mikro da hängen lassen, oder was? Und total unkompliziert dieser illegale Handel ist. So, 1 Kilo Shisha-Tabak vom Schwarzmarkt. Boah. Auf jeden Fall ist Doppelapfel. Der Typ hat echt kartonweise das Zeug da stehen. Er meinte mir auch zu mir, wenn man mehr kauft, so ab 100 Kilo gäbe es Mengenrabatt. Voila, dann erst mal 100 Kilo kaufen, let's go. Er hätte jetzt im Sommer auch eine Tonne nach Berlin verkauft, hat er erzählt. Digga, warum erzählt er das denen denn noch alles? Will der hops genommen werden? Angeblich soll der Tabak aus der Türkei kommen. Ein Steuerzeichen hat die Dose nicht, auch keine Herstellerangaben. Der Tabak wirkt auch stark rot gefärbt.
Er muss geschmuggelt oder gefaked sein. Um genau zu wissen, was das ist wichtig, ne? Es kann schon originaler Tabak sein, aber halt geschmuggelt, ohne dass Importsteuer bezahlt wurde. Drin ist, schicke ich eine Probe ins Labor. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Bis ich die Ergebnisse habe, erstmal Shisha Bar. Interessiert mich aber noch ein Aspekt vom Anfang des Films, der mir nicht aus dem Kopf geht. Werden Shisha Bars diskriminiert? Was machen die Zollkontrollen mit Barbetreibern? Darüber spreche ich in Köln mit Ertan Sayan. Ihm gehört diese Bar hier mit. 2 bis 3 Mal im Jahr werde er kontrolliert, sagt er. Das ist halt nicht so viel, finde ich. Wenn man die Zeitung mal aufschlägt, dann werden sie keine Razzia in deutschen Gasthäusern lesen, sondern in Shisha-Bars. Und ja, Bro, aber so again. Also wenn ich jetzt ein Beamter wäre und ich muss gewisse Sachen erledigen, dass meine Stelle gerechtfertigt ist. Und jetzt habe ich die Wahl, ein deutsches Gasthaus zu kontrollieren oder eine Shisha-Bar. Und ich weiß, wie es in Shisha-Bars ist. Bro, sei mir nicht böse, aber ohne Diskriminierung, ohne Rassismus. Ich würde in 10 von 10 Fällen lieber eine Shisha-Bar kontrollieren als ein deutsches Gasthaus. Maybe mein fehlendes Wissen über Steuerhinterziehung in deutschen Gasthäusern kann natürlich sein. Aber aus meiner Laienperspektive würde ich auch sagen, die bessere Erfolgschance habe ich auch, wenn ich Shisha-Bars kontrolliere. Schwierig. Ich finde die Rassismus-Diskriminierungskarte da sehr, sehr schwierig. Es ist auch wirklich gewollt von der Politik, dass das in die Medien kommt, dass das breit gefächert in die Öffentlichkeit kommt, dass einfach eine öffentliche Meinung entsteht gegenüber Shisha-Bars. Das ist provokant. Kontrollen durchzuführen und Kriminalität zu bekämpfen. Was schade ist, ist, dass halt gute Shisha-Bars dadurch in den Dreck gezogen werden. Ich schätze mal, wenn er mit den Medien redet, dann wird der ordentlich arbeiten. Und genauso bei anderen Bars, die ordentlich arbeiten. Das ist halt schade, dass die durch diesen negativen Ruf von Shisha-Bars in Deutschland dann halt, die tragen die Kosten dafür sozusagen. Was ihn stört, ist ein Generalverdacht, den er fühlt. Und ein Image-Schaden. Genau. Der Generalverdacht, der dadurch entsteht, das ist natürlich scheiße. Aber again, ich kann da den Zoll halt absolut verstehen, wenn die sagen, nö, dann lass lieber nochmal 10 Shisha-Bars kontrollieren, als irgendwie, weiß ich nicht, Tante-Emma-Laden. Da muss man auch differenzieren. Es gibt leider zu große Kollateralschäden. Man kann nicht einfach sagen, alle Shisha-Bars müssen jetzt kontrolliert werden. Aber, ja, aber was wollen die machen? Der Zoll schon einmal etwas gefunden, erzählt er. Geöffnete Tabakdosen, aus denen er laut Gesetz nicht mehr hätte verkaufen dürfen. Diese Regel und dass der Zoll danach sucht, findet er lächerlich. Denn welcher Kunde rauche schon eine ganze Tabakdose ganz allein? Naja, dafür sollte es ja nochmal die 25 Gramm Päckchen geben. Wenn du Scheiße suchst, findest du es. Aber geh mal in 100 Gasthäuser, da wirst du auch sehen, dass die Gläser nicht richtig sauber gemacht werden. Da wirst du auch sehen, dass die... Na gut, aber nicht sauber gemachtes Glas ist halt keine Steuererziehung, ne? Ich gebe ihm auf jeden Fall recht. Ich glaube, in vielen Restaurants willst du nicht wissen, wie die Küche aussieht oder arbeitet. Mit Sicherheit. Da wirst du auch vielleicht vergammeltes Fleisch sehen. Da wirst du auch was finden. Aber das interessiert ja keinen. Aber wenn bei einem Aufsender was gefunden wird, dann ist man stolz als Behörde. Nein, ich finde die Unterstellung, jetzt allgemein Rassismus dem Zoll zu unterstellen, finde ich wirklich falsch. Den Frust kann ich irgendwo nachvollziehen. Bei Kontrollen sollte definitiv differenziert werden. Aber nach all dem, was ich über den illegalen Tabak gelernt habe, über Gesundheitsgefahren zum Beispiel, bin ich ganz froh, dass zumindest versucht wird, das Problem zu bekämpfen. Und regelmäßige Kontrollen sind auch für mich ein zwangsläufiges Mittel dafür. Noch ein letztes Mal zurück vor den Computer. Das Labor hat sich noch... Boah, jetzt bin ich gespannt. ...zurückgemeldet zu dem Tabak, den ich dorthin geschickt habe. Und sie haben auch direkt einen verbotenen Zusatzstoff gefunden. Estragol heißt dieser Zusatzstoff. Das ist ein pflanzlicher Stoff, der zum Beispiel auch in Basilikum. Gut, das könnt ihr jetzt aber trotzdem, also es muss nicht bedeuten, dass das schlechter Tabak ist, sondern es könnte halt trotzdem geschmuggelt sein, ne? Der aber gesetzlich nicht in den Tabak gemischt werden darf, und zwar, weil er in hohen Konzentrationen krebserzeugend wirken kann. Und ob dieser Tabak jetzt aus dem Ausland nach Deutschland geschmuggelt worden ist oder hier in irgendwelchen Untergrundfabriken produziert worden ist, das kann ich im Endeffekt nicht sagen. Für mich steht aber fest, die Laboranalyse ist ein weiterer Beleg dafür, wie gefährlich es ist, Shisha-Tabak einfach auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, auch wenn er verlockend günstig ist. Der Kampf gegen gefälschten Shisha-Tabak ist zäh, mühsam und komplex. Doch um zu verhindern, dass Leute unwissend stark gesundheitsschädigendes Zeug rauchen, braucht es wohl noch mehr Kontrollen und vor allem aber Aufklärung. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann empfehle ich einen Film von meinen Kollegen von Reporter. Dort geht es um Vapesucht durch TikTok. Arm, Digga. Scheiß auf Vapen.